Es gibt zwei Möglichkeiten, den georgischen Sikari-Pass zu überqueren. Man kann die Standardroute wählen oder die klassische Auffahrt zum Pass. Wir haben uns für die klassische Auffahrt entschieden. Doch bereits als wir losfahren wollen, fallen die ersten Regentropfen. Und damit herzlich willkommen im Clip Nummer 9 der FMT 2021 auf unsere Motorradreise durch den Kaukasus. Nach rund 5 Kilometer rutschiger Schotterstrecke treffen wir auf diese Baggerarbeiten. Hier müssen wohl Steine den Weg blockiert haben. Der Bagger ist dabei, die Strecke wieder herzurichten. Und die Autos können es gar nicht abwarten, da durchzufahren. Wir hatten schon gedacht, hier ist Feierabend, aber naja, wenn die Autos da durchkommen, dann kommen wir da auch durch. Okay, dann wollen wir auch mal da durch. Ich drehe mich um und was sehe ich? Heikos Motorrad liegt auf der Seite. Also, aufstellen und los geht's. Doch der Regen wurde immer schlimmer, die Strecke matschiger und die Piste immer steiler. Circa 5 Kilometer vor dem Pass mussten wir abbrechen. Es war alles so nass, pampig und zum Schluss kam eine solche steile Passage, wo wir gesagt haben, das wird nichts. Wir sind dann die Strecke schnell wieder zurückgefahren, haben unsere gesamten Sachen in einem Hotel getrocknet, wo wir übernachtet haben. Und am nächsten Tag haben wir den Sikari-Pass dann über die Standardstrecke, die ich auch 2019 gefahren bin, überquert. Während der Fahrt habe ich mich gefragt, wie ich das 2019 geschafft habe. Die Strecke war auch nicht gerade leicht. Die Fahrvideos zum Sikari-Pass, die schneide ich euch nach meiner Rückkehr zusammen. Nachdem der Pass geschafft ist, ist erstmal eine kleine Pause angesagt. Heiko macht Powernapping. In Folge machen wir uns auf zur Heerstraße. Wir besuchen Keti und Walter. Tim und Nico sind auch dort, so treffen wir uns zum dritten Mal. Wir erleben eine unfassbar herzliche Gastfreundschaft. Tim und Nico machen sich auf nach Uschkuli. Walter kommt aus Porta Westfalica und ist vor circa 2 Jahren zusammen mit seiner georgischen Frau Keti nach Georgien gezogen. Heiko und ich starten von dort zur Tushetti Road, welche wir bis nach Upper Omalo fahren wollen. Der erste Streckenabschnitt besteht aus grobsteinigem, sehr ruppigem Untergrund und die Fahrt ähnelt einer Geschicklichkeitsfahrt. Wichtig hierbei, damit es klappt, immer hart am Gas bleiben. Großartige Fahrfehler darf man sich hier nicht erlauben. Es geht neben der Piste recht steil und sehr tief hinunter. Und schnell wird klar, dass diese Strecke um Welten gefährlicher ist als die D915 in der Türkei. Neben der Gefährlichkeit bietet sie aber fantastische optische Reize und jeder Meter ist wirklich seine Fahrt wert. Weil es ist so fantastisch, diese Landschaft hier zu erleben. Das kann man gar nicht beschreiben. Es ist ein echtes Erlebnis. Weiter oben tauchen wir dann in die Wolkendecke ein. Vielleicht war es ganz gut, weil man konnte so nicht sehen,
wie tief es an den Seiten hinunterging. Über eine wellige Strecke ging es durch Pfützen, Furten und unzähligen steilen Serpentinen immer weiter den Berg hinauf. Bei gut 2900 Meter erreichen wir dann die Passhöhe und gleichzeitig den höchsten Punkt unserer Fahrt über die Tuschetti Road bis nach Omalo. Wir befinden uns auf den Abano Pass. Trotz 8 Grad Celsius und schlechter Sicht durch die Wolken ist es ein fantastischer Augenblick, denn der Weg, der hinter uns liegt, war wirklich, wirklich anstrengend. Doch dann verziehen sich die Wolken und es ist, als öffnet sich der Vorhang zu einer fantastischen Berglandschaft. Auf der anderen Seite des Passes ging es dann bei deutlich besserer Sicht stetig bergab, wiederum über zahlreiche sehr steile Spitzkehren. Da musste man schon ganz gewaltig bremsen teilweise. In Richtung Omalo. Ein echter Augenschmaus. Und es wurde uns klar, dass wir bei der Rückfahrt mit diesen Serpentinen und Steigungen ganz schön zu kämpfen haben werden. Von der rund 70 Kilometer langen Bergpiste zeige ich euch hier natürlich nur ein paar zufällig ausgewählte Teilausschnitte. Das Ganze im Detail auszuwählen und das Tollste rauszusuchen ist nahezu unmöglich. Ihr wisst ja, ein weiterer Zusammenschnitt erfolgt nach der Reise. So, ich fahre mal wieder mit einer Hand am Lenker. Ich muss nämlich die Linse putzen, hier und da mal wieder die Kamera einstellen und ausrichten. Einarmig am Lenker hier zu fahren, ist nicht so optimal, aber was macht man nicht alles, um das ein oder andere Sequenzchen, Filmsequenzchen aufzuzeichnen. Und man möchte natürlich immer links und rechts schauen, um einiges von dieser beeindruckenden Berglandschaft mitzubekommen. Doch die seitlichen Blicke verkürzen sich doch auf wenige Millisekunden, weil man sein Augenmerk doch hauptsächlich auf die Strecke legen muss. Und sollte.
Die meisten Serpentinen hinunter vom Abano-Pass sind geschafft. Ab jetzt geht es gleich weiter, entlang eines Flussbetts, welcher in einem Canyon verläuft. Bis nach Omalo geht es nun aus unserer Perspektive mehr oder weniger immer geradeaus. In Omalo werden wir dann von weiteren Familienangehörigen von Katie und Walter herzlich empfangen. Ganz besonders ins Herz eingeschlossen haben wir die Babuschka, die uns wirklich umsorgt hat. Unsere Zelte bauten wir auf im Garten der Babuschka, die dort während der 4 Monate, in der man in diesem Ort überhaupt wohnen kann, in einfachsten Verhältnissen lebt. Mit den ersten Sonnenstrahlen, die die Berggipfel berühren, stehe ich auf und genieße eine einzigartige Morgenatmosphäre. Still und leise, nur die Hähne krähen, Vögel zwitschern und hier und da wird ein Pferd. Ja, so viel von der Touchetti Road. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viele Grüße, alles Gute und tschüss.